Na gut, dann hoffen wir jetzt einfach mal, dass wir entweder in einem dieser drei Räume einen blauen Kristall finden oder wieder hier raus teleportiert werden können. Bitte was? Wir sind gerade da reingegangen und wurden wieder hierher teleportiert? Kann man hier irgendwas drücken? Okay, gehen wir mal das andere mit den uralten Wesen aus der Tiefe. Oh, da liegt eine Schriftrolle. 3213. Gab es bei dem anderen auch eine Schriftrolle? Wenn ja, haben wir sie verpasst. Springen wir nochmal kurz da rein und gucken dann auf die Statue. Nö. Also 3213. Schön, wo ist 1, wo ist 2, wo ist 3? Gucken wir uns die Schrift mal an. Hier ist es nur eine Zeile. Da 1. Wenn es denn wirklich um die Zeilen geht. Hier wären dann 3. Und wenn das andere wirklich ein 2-Zeiler ist, dann wird das das Rätsel sein, denke ich mal. Nee, das ist auch ein 1-Zeiler. Gucke ich testweise nochmal kurz da unten, ob ich vielleicht vom falschen Raum aus gegangen bin. Und sonst zählen wir die... Ne, ist auch 1. Mist. Okay, das sind jetzt 3 Buchstaben. Die Notizen kommen alle einmal weg. 3 Wörter meine ich natürlich. 3 Wörter. Was aber nicht hinkommt, denn das eine war richtig lang. Aber hier sind es wieder 3 Zeilen. Und es ist eine 3 in dem... Und es ist eine 3 im Text. Okay. Die Notizen müssen ein wenig ausführlicher werden. 3 im Text, 3 Zeilen. So, die Notiz wieder weg. Hier sind 2 so eine Buntglasfenster. Muss ja auf alles so ein bisschen achten. Hier haben wir auch 2 Buntglasfenster, aber es sind die Zahnräder. Na gut. Hier haben wir 2 Zeilen, 3 Wörtern. 2 Zeilen, 3 Worten. Ich schreibe es einfach alles mal so auf. Und wenn wir alle 3 Räume haben, vergleiche ich mal so ein bisschen. Ob das denn wirklich an den Zeilen liegen kann oder der Anzahl der Worte oder was weiß ich. Hier sind es einfach nur 1 Zeile, 3 Worte. So, 1 Zeile, 2 Zeilen, 3 Zeilen. Gut, also es war 3. 2, 1, 3. Richtig, toter Gorn? Richtig. Also, Westen, Norden, Süden, Westen. Westen, Norden. Süden. Und da müsste der Westen sein. Schauen wir mal, ob jetzt irgendwas auf der Statue liegt. Oder wir irgendwo rausteleportiert werden, wo wir nicht vorher waren und ich einfach weiter drücke und eine Fallgrube purzel. Das ist natürlich auch lustig. So, Kraut nehmen wir mit. Da tun wir testweise mal eine Fackel rein. Ich höre zwar nichts, aber wir haben... Ah, ist noch ein Fackelständer. Was haben wir hier? Stehe, wo der Schatten der Fackeln sich kreuzt und werf einen Stein mit all deiner Macht in den Osten und in den Norden. Und ich habe keine Steine mehr. Das war also der Kommentar. Ich habe mich schon gewundert. In den Kommentaren war eine Zeile, du wirst dich noch darüber ärgern, dass du keine Steine mehr hast. Und jetzt weiß ich, was gemeint war. Und tote Minotauren können nichts essen. Das ist ärgerlich. Gut, also hier unten brauchen wir Steine. Ich packe trotzdem mal überall Fackeln rein. Schon mal für später. Obwohl, hier haben wir hier halb verbrannte Fackel. So. Hm.
Irgendwo fehlt hier noch eine, weil wirklich was kreuzen sehe ich so nicht. Da, naja. Nö, die kreuzen sich nicht. Der eine Schatten geht da lang und der andere geht da lang, aber verliert sich hier schon. Hm. Gut, noch ein Rätsel für später. Und hier sind wir wohl vorher rausgekommen. Ah. Er mag es nicht, dass jemand in seine Nähe kommt. Was mit dir? Auch nicht. Ha. Und wann gehst du zu? Auf? Du gehst auf, sobald man von dieser Druckplatte runtergeht. Okay. Dadurch bleibt sie aber zu. So weit, so gut. Dann huschen wir gleich einfach mal rüber. Können hier nichts machen. Dann husche ich gleich beim nächsten. Und beim nächsten Mal. Da lang und guck. Da können wir was auflegen. Ich will Feuerelemente. Ich hasse sie. So, nehmen wir mal so ein Lizard Steak, die sind eh viel zu schwer. Und beim nächsten Mal hausche ich rüber und leg was hin. Zu langsam. So, das Ding liegt immer noch da. Gut. Ich will doch bloß einen blauen Kristall. Ah, das zu teilen wird jetzt nervig. Also, die geht hoch. Teleporter kommt, wir werden weg. Definitiv nervig. Die Tür ging nur auf, wenn wir das Rätsel hier lösen. Okay, oh, unsere Leute sind bald tot. Schlafen wir doch einfach mal. Aber ja, es sind doch schon recht viele... Oh, Traum. Du musst vorsichtig sein. Sie, wie auch immer sie sind, leben hier und sie werden versuchen, dich aufzuhalten. Sie fürchten, dass du ihre Vision undoes, etwas rückgängig machen oder zerstören. Eher rückgängig machen. Also sie fürchten, dass du ihre Vision zunichte machen würdest. Sie leben hier. Damit sind wohl die Gedankenschinder gemeint. Also die Mönche. Und ich glaube schon, dass wir mit der Maschine träumen. Und ihre Vision ist es halt, dass sie die Maschine bewachen, beschützen und unter Kontrolle halten. Und unsere Aufgabe ist es quasi, die armen Mönche umzubringen und die Maschinen freizulassen. Was bestimmt ein Fehler wäre. So, nächster Versuch. Wir müssen jetzt... Ich weiß nicht, wie wir das schaffen sollen. Aber wenn wir warten, bis der Teleporter weg ist. Jetzt geht's nicht. Beim nächsten Mal müsste es... Jetzt. Oh, oder wir laufen einfach zweimal durch. Nö. Zweimal durchlaufen bringt's auch nicht. Ich habe halt gedacht, wir könnten vielleicht die Zeit, wo wir, wo das Ding sich gerade wieder schließt, ausnutzen und, also, das Ding ist zu, so wie jetzt. Wir gehen in den Teleporter rein, werden hierhin teleportiert und die Zeit, die das Teleportieren dauert, in der Zeit öffnet und schließt sich das Ding wieder einmal. Oh, es hat geklappt. Ha! So, und was ist jetzt schon wieder aufgegangen? Warum teleportiert uns der Teleporter auf eine andere Druckplatte? So. Also hier waren wir am Anfang. Das Ding ist gesichert durch den Pilz. War das da schon vorher? Nein, war es nicht. Noch ein Ornamentschlüssel. Ich hätte mal ganz gerne einen Eisenschlüssel für die andere Tür, aber na gut. Und hier sind wir noch gar nicht reingegangen, ne? Och nö. Sind jetzt wieder in diesem
komischen Rätselraum. Dafür ist die Tür jetzt inzwischen offen, weil wir den Schlüssel bekommen haben. Nö. Also, wir sind reingegangen in Hand-Auge. Dann war nichts passiert, in Anführungszeichen. Wir sind einfach wild in eine andere wieder reingegangen. Und dann war irgendwann die Schriftrolle da. Ich nehme an, was ihr wahrscheinlich besser beurteilen könnt, weil ihr das in Ruhe beobachten konntet. Ich nehme an, wir sind bei Hand-Auge rein. Dann tauchte ich hier bei der Statue auf und habe die Schriftrolle einfach nicht gesehen. Das heißt, jetzt, da wir das Rätsel hier gelöst haben und den Schlüssel bekommen haben, jetzt können wir in eins von den anderen Dingern reingehen. Das mache ich einfach mal. Und wenn wir da nicht weiterkommen, haben wir echt das Problem, weil dann habe ich eine Folge quasi ganz umsonst gemacht, weil wir den 68er Speicherstand laden müssen. Aber gut, sowas kann man nicht vorhersehen. Und wir werden wieder einfach nur hierher teleportiert. Das macht keinen Spaß. Gucken wir nochmal hier rein. Nö. Und gucken nochmal in die westliche Tür. Und dann bin ich probehalber in jede mal wieder reingegangen. Und ich habe gerade aus Versehen wieder die 3213 gemacht. Komisch. Haben wir hier vielleicht irgendwas übersehen? Da ist der Schalter, der das da aufgemacht hat. Und da hinten war nur ein Schalter, der was genau gemacht hat. Also den haben wir gedrückt. Den auch. Und sonst ist hier nichts. Ah, ist ja komisch. Was hat es mit denen auf sich? Achso, die sind einfach nur dazu da zum Ärgern. Also man geht testweise auf eine andere Seite, dann sieht man, dass das hier aufgeht, wenn da kein Gewicht drauf liegt. Also ja, hier ist echt nichts zu tun. Hä? Jetzt haben wir gar keine Kombination eingegeben. Und trotzdem kommen wir hier raus. Drei alte Geschöpfe aus der Tiefe. Hm. Okay, also Westen ist jetzt definitiv der Teleporterraum, den wir gelöst haben. Das heißt, das... mache ich mal weg, die Notizen. Und mache hier... gelöst... Fragezeichen hin. Und gucke mir jetzt Süden und Norden nochmal ein bisschen genauer an. Das heißt, ich gehe einfach mal testweise zwei, dreimal nach Süden. Weil irgendwie müssen wir hier auch rauskommen. Nee, ich muss viermal gehen. Einfach nur, um zu testen, ob wir so vielleicht diese 3-2-1-3-Kombination auflösen können. Obwohl ich wahrscheinlich wieder viel zu kompliziert denke. So, schön nach Norden. Nochmal nach Norden. Nochmal und jetzt Nummer 4. Nö. Tür ist immer noch zu. Kann man noch nichts rumdrücken? Kann man die Fenster kaputt machen? Nein, das sind Stahlfenster. Menno. Müssen wir euch irgendwas zu Füßen legen vielleicht? Nee, man kann nichts aufs Podest legen. Oh, das sind 4. Hä? Da stand noch irgendwas von 3 uralten Dingen aus der Tiefe. Achso, 1, 2, 3. Verstehe ich nicht. Springen wir mal absichtlich wieder runter. War hier unten vielleicht noch irgendwas? Ja, hier war das Rätsel mit den Steinen. Aber das wird nur ein Bonus-Secret sein mit einem Ausrüstungsgegenstand. Ich denke nicht, dass das Rätsel dafür zuständig ist, dass wir jetzt oben irgendwie wieder rauskommen. Wenn doch, wäre das ein Gamebreaker. Weil sie nicht sicherstellen können, dass wir zu diesem Zeitpunkt Steine haben. Okay, einmal tief durchatmen. Wir haben hier 3 Räume. Wir haben in der Mitte 4 Statuen. Und
wenn wir in Norden und Süden reingehen, werden wir einfach wieder hierher teleportiert. Wir haben drei Schriften an den Wänden, die wahrscheinlich aber einfach nur da sind, um die Kombination zu lösen, damit wir im Westen in den richtigen Raum teleportiert werden können. Nämlich hierhin. Hier hatten wir eine Druckplatte, da haben wir was raufgelegt, dann konnten wir dahin gehen. Dann konnten wir da was drauflegen auf die Druckplatte, damit die Tür aufgeht. Dann haben wir hier einen Schalter gedrückt. Was dadurch passiert ist, weiß ich nicht mehr. Aber ich denke mal, wir konnten dadurch hier hingehen, haben hier einen Schalter gedrückt und konnten dann da den Ornamentschlüssel finden. Jetzt ist hier aber nicht irgendwo ein Schloss, das ich übersehen habe, oder? Das wäre albern. Um nicht zu sagen, lächerlich. Also, das ist nicht... Oder ein Knopf. Wie, ihr habt gelacht. So. Jetzt speichere ich ab und mache einen Cut. LP070. Mann. Einfacher Knopf in der Wand. Na gut, bis später.